Zeit wegen Dietmar. Dieter, aber ich freue mich wirklich, die Jungs wiederzusehen. Stinke Pupi fertig. Großartig. Hey, Stricher. Du bist Dr. Fröhlich. Andrea bringt dich die Woche noch an die Entzugsklinik. Was? Was siehst du aus? Wir spannen den Po an und knacken damit die Nuss. Liebe Freunde, will nicht vorwurfsvoll klingen, aber ihr Arschficker hat mich ganz schön hängen lassen. Deshalb habe ich das Bierbike gebaut für meine Abschiedstour mit euch heute am Vatertag, damit ich in Frieden ruhen kann. Dieter hat uns was vererbt. Wenn mich damit jemand sieht, bin ich der Vollhorst des Jahres. Das ist dein Sohn? Das ist nur eine Phase. Ah. Dieter hat sogar sein eigenes Bier gebraut. Also dann sollten wir vielleicht heute einfach mal nicht trinken. Ne? Das ist nicht witzig. Sammer und die alten Freunde aus der Stadt. Wir wollten fragen, ob wir was von eurem Bier abhaben können. Fragt sie euch! Willst du Elena morgen flachlegen oder ihr 3 Jahre hinterherlaufen? Morgen flachlegen. Let's my boy! Ab jetzt sind wir deine Wingman. Wir haben eine Abmachung, du gehst nicht koksen. Ja, was denkst du denn von mir? Du musst mir auch ein bisschen vertrauen. Oh Gott! Oh, fuck, Mann, pass auf, du Penner! Fuck! Das ist so eklig. Spürt ihr das? Das ist der alte Spirit. Es gibt eine kleine Kleinigkeit, die wollte ich noch mit euch. Oh, genug gequatscht jetzt, Peter. Party time! Prügelt sich doch keiner. Wir sind alles erwachsene Männer. Ich will mich nicht mehr verstellen. Ich hab keinen Bock mehr auf euren Männerscheiß. Ihr Großstadt-Kasperl. Habt ihr in einer WG keinen Balkon und meinst, ihr kennt's der Rassen bei unseren Grill aufbauen? Das ist schon erledigt.